Hallo liebe Kinder, ich freue mich riesig, dass ihr euch das Video anschaut, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Wer von euch weiß, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Kindertag, heute ist euer Tag, heute werdet ihr gefeiert. Lasst euch von Mama und Papa verwöhnen. Und weil heute Kindertag ist, haben wir auch eine Überraschung für euch vorbereitet. Wer von euch hat eine Ahnung, wo ich bin? Denn ich bin nicht zu Hause. Eine rote, große Tür. Wo gibt's diese Tür? Sollen wir mal reingehen? Die Tür ist zu. Dann muss ich wohl mal klingeln. Passt mal auf. Ich bin gespannt. Hola, buenos días. Gracias. Luis está. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Pasa usted? Con permiso. Pase. Mira, estoy tomando un video para los niños grandes de Kinder 2. ¿Los quieres saludar? Sí, maestra. Me comenta la maestra que está haciendo su video para ustedes. Qué bueno, porque con este problema de la contingencia, pues por lo menos para que sepan cómo está su colegio. Y aquí lo estamos esperando, nada más que pase esta contingencia. Y con gusto aquí lo estamos esperando. Ay, muchísimas gracias. No, ¿de qué, maestra? Pase usted. Gracias. Guckt mal, so sieht der Kindergarten aus, ohne Kinder. Schaut mal. Ganz da hinten, auf dem Hof, sind die Busse und warten auf euch. Kommt. Wir gehen mal rein. Mal schauen, hier ist die Tür von Letty und Silvia. Und die Tür ist zu. Niemand drin. Kommt, wir gehen weiter. Hier hoch. Und dann kommen wir zu dem Lehrerzimmer. Hier ist die Tür auf. Mal gucken, ob jemand im Lehrerzimmer ist. Niemand da. Schaut mal, die Computer sind zu und keine Kindergärtnerin ist hier. Niemand. Komm, wir gehen weiter. Mal gucken, was wir noch finden. Hier unten ist auch niemand. Mal schauen, ob die Türen hier unten geöffnet sind. Nein, die Türen sind zu. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Hier ist der Flur. Schaut, hier sind die Toilette. Niemand da. Niemand da. Okay, kommt, wir gehen die Treppen hoch. Wollen wir zählen? Helft ihr mir? Mal gucken, wie viele Stufen wir hier haben. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dip, 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 dip. Um die Kurve herum. Und 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Jetzt sind wir in der ersten Etage von den großen Kindern, von den Kinder 2 und Kinder 3 Kindern. Aber auf dem ganzen Flur ist kein Kind zu sehen. Kommt, dann gehen wir mal weiter. Da sehe ich eine geöffnete Tür. Kommt, da gehen wir schnell hin. Hier sind die Schuhe von euch. Schaut. Und hier ist eine geöffnete Tür. Nichts wie rein. Oh, wo sind wir denn hier? Da stehen ja Ostereier. Was machen die denn da? Und da oben die Körbe. Seht ihr, Kinder? Alles wartet hier auf euch. Wenn wir wiederkommen, dann machen wir nämlich alles, was wir angefangen haben, zu Ende. Hier hat sich nichts verändert.
aber der Kindergarten vermisst euch. Guckt mal hier, ganz leise und komisch ohne euch Kinder. So, gehen wir mal in den nächsten Raum. Hier ist nämlich noch eine Tür geöffnet. Wer weiß, in welchem Raum ich jetzt bin. Guckt mal. Alles wurde sauber gemacht. Und hier sind auch noch, schaut mal, die angefangenen Körbe, die ihr so schön gemacht habt und die wir auf jeden Fall zu Ende machen. Der Kaufladen, die Leseecke mit den Büchern darin, die Stühle sind auf dem Tisch und unter dem Tisch nichts. So, gehen wir in den nächsten Raum. Hey, guckt mal, die Luftballons mit euch Kindern da dran. Schaut, alles und auch hier, guckt mal, da werden eure Osterkörbe noch fertig gemacht, wenn wir wiederkommen. Alles steht hier schon bereit und wartet auf euch. Seht ihr? Die Schubladen. Hier. Die Schubladen. Und auch hier haben wir wieder die Leseecke mit den Büchern und den Sitzkissen und der Musikschrank mit den Instrumenten, die von euch gespielt werden wollen. So. So, liebe Kinder, ich hoffe, dass es euch Freude gemacht hat, den Kindergarten zu sehen und vor allem zu sehen, dass alles so geblieben ist, wie ihr es verlassen habt. Und wir machen einfach so weiter. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, okay? Wir vermissen euch ganz doll und wir freuen uns riesig darauf, euch bald wieder hier im Kindergarten begrüßen zu können. Macht euch einen wunderschönen Kindertag und lasst euch feiern. Tschüss!